Wer schießt da auf mich? Aber immer wenn ich das Ding benutzen will, ne? Es ist doch schon seltsam. Unüblich für die byzantinische Kultur. Scheint aus der Gegend um Kiew zu stammen. Dann schießt gleich wieder einer auf mich. Auch immer, wenn ich da gucke. Komme ich dann natürlich nicht weiter. Wer schießt da auf mich? Und wie werde ich den los? Erobern Sie das Katapult. Was von da kommen würde. Jetzt würde ich nicht im Feuer stehen. Ich von da oben? Ich sehe da keinen Feind. So geht's auf jeden Fall nicht weiter. Jedes Mal, wenn ich das anfangen will. Verstehe ich nicht.
Vielleicht darf ich noch nicht. Ich muss hier irgendwas. Ja, dann könnten Sie mir auch mal sagen, was ich machen muss. Sind auf einmal wieder welche. Kannst du mir das erklären? Er schießt wieder vollautomatisch. Oder in meine Richtung. Komisch. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ah, ich hole mir noch das Dokument und dann. Ich verstehe es nicht. Vielleicht ist es irgendwie ein Bug. Vielleicht hat er sich ja auch jetzt eingerenkt. Kein weiches Holz. Oh oh. Bin ja ziemlich gut im Schießen. Wollen wir den mal lassen. Willst du es nicht nehmen? Er zeigt schon an. Ich klicke drauf. Es tut sich immer noch nichts. Was ist denn das Dokument? Noch tiefer. Okay. Eigentlich muss ich vorher alle Feinde töten. Vorsicht. Ich sag auch noch Vorsicht. Eine Zuflucht eingerichtet in einem verfallenen Turm. Ich habe genug Nahrung und Waffen, um mich zu verteidigen. Aber ich bin der letzte Überlebende. Bei Tag beobachte ich die unsterbliche Armee, verfolge ihre Wege. Sie folgen dem gleichen Muster, Tag ein und Tag aus, als ob sie träumen würden. Sie sind beängstigend, aber vorhersehbar. Was auch immer menschlich an ihnen war, wurde durch eine eiskalte Seele ersetzt. Ich muss vorsichtig sein, aber auch mehr herausfinden. Wenn die Quelle dies in den Händen eines Ketzers bewirkt, was könnte sie dann alles in den Händen der Gerechten tun? Jetzt kann ich Mongolisch der Stufe 2. Naja, dann kann ich ja da noch mal hin. Vielleicht finde ich da ja noch irgendwie was. Waren die Statuen nicht immer hier?
Hier ist aber keine kopflose Statue. Was versuchst du da? Nein, das bringt ja nichts. Was ist das? Hier irgendwie jetzt ein Rad erwischt. So weit, so nah können die nicht schießen, oder? Aber ich sehe da oben keinen. Ja, verstehe ich nicht. Ach, guck mal, da ist direkt ein Münzversteck. Das ist wozu? Wahrscheinlich, dass man von da oben wieder runterkommt. Wo sind eigentlich noch die... Es müsste doch noch Statuen geben. Tja. Soll ich die hier eigentlich auch verbrennen? Die fahren auch noch, ach Gott. Was ist das hier? Spiegelt nur. Ich muss jetzt nach den Fahnen auch noch aufmachen. Tja, jetzt suchst du Statuen und Fahnen. Ja, schießen wieder. Vielleicht habe ich mich nicht an den Weg gehalten, den ich hätte gehen sollen von... Ich kann mir auch nicht vorstellen. Ich muss doch frei sein von wegen, was ich mache. Welchen Weg ich nehme.
Wo war denn das? Da. Weg da. Ah. Jetzt muss ich nur die Statuen fertig machen und Poster finden. Naja, wenn ich welche sehe. Muss ich ja diesen Weg gehen. Dreck. Ich will diesen Weg gehen. Ich meine, vielleicht ist dieser Weg vorgeschrieben. Und ich darf nicht anders. Ach, was weiß ich denn? Wieso sollte ich nicht anders dürfen?
Ich muss im Kryptoeingang noch was machen. Nicht gefunden.